Er deutet an, was möglich ist. Und das hat mich einfach, das hat mich gepackt. Das hat mich gepackt im September 2017. Und da wusste meine Seele sofort, das stimmt, das stimmt. Und da gehen wir hin. Hi Leute, so, ich habe heute ein ja, ganz besonderes Interview für euch hier und zwar, ich habe einen Mithat bei mir und Mithat, wir hatten uns schon, ich weiß gar nicht, wann, du hattest auf meinem Kanal, bist du irgendwann gestoßen, glaube ich, ne? Genau, und dann waren wir zusammen in Sri Lanka. Genau, ja. Sri Lanka, ja, das war auch eine sehr geniale Zeit. Und heute soll es eben wirklich mal um das Thema, weil ich hatte neulich ein Video für euch aufgenommen bezüglich Walter Schaube. Das hatte ich mit Henry aufgenommen und da ein bisschen unsere Erfahrung geteilt, ein bisschen was zu dem Buch erzählt. Und daraufhin hatte mir Mithat auch nochmal eine Mail geschrieben. Und er hatte damals schon auch beim Retreat, wo wir in Sri Lanka waren, schon einiges darüber erzählt, einiges ausprobiert, auch mit dem Hin- und Her-Kompensieren, was zum Beispiel Schaube beschrieben hat. Mit Zwiebel reinbeißen und diese Geschichten. Und ja, dementsprechend hat Mithat jetzt in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt und darüber wollten wir heute mal sprechen. Und wenn euch erstmal noch interessiert, jetzt zu Beginn, wer ist überhaupt Walter Schaube? Also es geht zum Beispiel auch um die Bärenkost, hat er begründet, so, also nur natürliche, im Gleichgewicht liegende ja, Früchte, zum Beispiel halt Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Heidelbeeren, diese Geschichten so und die nur zu essen und dadurch halt eine optimale Gesundheit zu erzeugen im Körper und ja, die Hintergründe dazu findet ihr in dem Video mit Henry, also das werde ich mal verlinken, schaut da mal zuerst noch rein und wir gehen heute jetzt ein bisschen tiefer drauf ein und Mithat teilt mal, was er für Erfahrungen mit dieser Bärenkost und überhaupt mit dem Ganzen, was ja Walter Schaube da geteilt hat und erzählt hat, was er da selber nachvollziehen konnte in den letzten Jahren. Ja, also Mithat, zuerst mal, wie bist du dazu gekommen? Du hattest ja schon ja wirklich jetzt lange Erfahrungen mitgesammelt. Wann bist du das erste Mal aufs Buch von Walter Schaube gestoßen? Also das Buch, das habe ich mir gekauft im September 2017. Aber das war erst ein halbes Jahr, wo ich in der Rohkost war. Und bei mir ging es ein bisschen schneller als bei dir. Also von vegetarisch auf vegan auf Rohkost. Das war nur ein Dreivierteljahr. Und ja, also das erste Mal das Buch September 2017 gelesen, verschlungen, also mindestens einmal gelesen, gleich gefühlt, gewusst. Das stimmt alles, was er sagt. Und ja, wie ich dir schon erzählt habe und geschrieben habe. Der erste Versuch ging natürlich schief, weil die Reinigung war viel zu krass. Ja, was hast du denn damals gemacht gehabt? Also du hattest ja damals auch schon, wo wir beim Retreat waren, so wir haben normal gefastet, Mithat ist schon angekommen, hat damals ja, 7 Tage im Monat immer Trockenfasten gemacht und genau, damals sehr extrem reingesprungen und ja, war das der Einstieg schon komplett? Ja, ne? Okay, das kam ja danach. Das war ja September 2017 und wir waren in Sri Lanka 18, Anfang 18, oder? Ja. Ja, genau. Also das war mehr oder weniger 3-4 Monate danach, klar. Ich habe dann immer wieder Schaube gelesen, also nachdem ich das mit den Bären halt, also ich habe dann schon konsequent gemacht, also es ging mittags meistens gut, war so die erste Mahlzeit, von den Mengen natürlich viel mehr, so erkläre ich das. Das sind ja nur Reinigungsmittel und ich habe halt viele Reinigungsmittel gebraucht. Das waren 1 Kilo Himbeeren. Okay. Den Mittag habe ich gut überlebt und auch nachmittags keine Gelüste und so. Das hat alles prima funktioniert. Ist natürlich auch eine Kostenfrage und dann abends dann manchmal auch noch die Beeren. Aber irgendwie kam dann halt, das habe ich damals halt nicht so verstanden, Gelüste und habe ich gedacht, ah, irgendwie passt irgendwas nicht und also manche Tage habe ich hinbekommen, ich habe ja alles dokumentiert und mit abends auch nur noch Beeren.
Aber es hat halt langfristig hat's nicht funktioniert. Damals konnte ich das alles noch nicht. Ich habe es tausendmal von dir gehört, von anderen, dass das Entgiftungserscheinungen sind. Aber ja, das war halt eine innere, solche Unruhe. Dem Körper ging das alles viel zu schnell. Und ja, deshalb haben die Bären nicht funktioniert. Und dann habe ich halt beim Schauber wieder nachgelesen über, ja, für ihn Fasten. Und nur das Trockenfasten ist das richtige Fasten. Ja, Schauber beschreibt das. Ich glaube dem das. Ich bin auch Ingenieur. Und dann habe ich halt das nachgemacht. Und das war natürlich auch zu krass. Also ich habe ja dann, glaube ich, acht Monate hintereinander, jeden Monat eine Woche trocken gefastet. Ja, genau. Also das ist halt auch meine Erfahrung. Trockenfasten empfehle ich halt sonst auch nie, so gerade am Anfang. Ja, auch in der Zusammenarbeit, ich mache es immer so, erstmal so stabilisieren, ne? Und dann erstmal halt mit, ja, Saftfasten oder dann halt kurzen Wasserfasten, Randfasten. Aber ich denke halt auch, weil am Anfang der Körper braucht so viel Flüssigkeit, um auszuscheiden, und da ist es echt erstmal gut, das Ganze ein bisschen langsamer anzugehen, und Trockenfasten, da kann man irgendwann mal so ein bisschen mit spielen, aber da würde ich nie längere Perioden als irgendwie 24 oder 48 Stunden ist da schon das Maximum, finde ich, wo man am Anfang mal zwischendrin vielleicht machen kann. Ne? Ja. Ja, nee, also mittlerweile bin ich auch da, aber das sind alles Erfahrungen. Also jeder muss ja, genau. Schreibst du ja auch oder die anderen, wo du mit einlädst, jeder ist da auf seinem Weg, und ich bereue gar nichts. Also das sind, ja jeder muss seinen Weg gehen, und wir sind ja spirituelle Wesen, wir werden da geführt, oder je weiter wir da kommen, und dann passt das alles. Aber würde ich natürlich auch wieder so genauso unterschreiben, wie du jetzt sagst. Das war alles rückblickend zu krass. Wenn jemand sich inspirieren lassen will von dir, von mir, einfach ein bisschen relaxter angehen, und dann kann das noch mehr Spaß machen. Aber muss jeder selber schauen. Ja, genau. Und was war dann der nächste Schritt bei dir, Mithat? Also was waren so die nächsten Versuche? Hast ja gesagt, hast ja auch dieses ingenieursmäßige Denken dabei. Was waren die Tests? Der Schauber hat ja da auch so ein bisschen was beschrieben im Buch. Ja, was hast du? Klar, dann war ich mit dir in Sri Lanka. Das war dann, glaube ich, so das zweite oder das dritte Mal, die 8 Tage Trockenfasten. Das habe ich dann weitergetrieben bis in dem Jahr, bis in Sommer. Und klar, dann, du siehst natürlich komplett, Entschuldigung, scheiße aus. Das ist halt, also da ist nichts mehr, da war nichts mehr an mir dran. Also ich bin 1,77 groß. Ich würde so sagen, 70 wäre mein normales Jugendgewicht, wo ich im Moment vielleicht auch wieder hingehe. Und da war ich dann teilweise Sri Lanka 55, 57 Kilo. Ja. Also da siehst, wie der Körper dann halt rausschmeißt, und das war halt, ja, war zu stark. Und dann so eine innere Stimme, dann bin ich wieder ein bisschen gemäßigter, habe die Fasterei sein gelassen. Und also natürlich immer Rohkost. Also Rohkost, und dann einmal wieder schön da deine ganzen Videos mit den Gelüsten und dann auch mal wieder die dichteren Sachen. Also das kannst du jetzt im Nachhinein, kannst du das alles sagen. Also je mehr Wasser das am Anfang war, du brauchst die dichteren Sachen oder auch das Grün. Also da habe ich mir dann auch wieder zig Videos von dir angeschaut. Also das Grün einzubauen, und im Rückblick weiß ich halt, das hat das Ganze gedämpft. Das hat die Entgiftung gedämpft. Und dann geht es einem wieder gut. Und dann fühlst du dich halt wieder auf dem richtigen Weg. Und dann hatte ich noch ein Jahr, weil da war ich ganz arg bei den süßen Früchten. Oh, tolle Erfahrungen, in Anführungszeichen. Zu viele süße Früchte. Ich habe seit 15 Jahren keine Zahnprobleme mehr gehabt. Ja. Und dieses Jahr noch, was dieses Jahr? Ja, aber das war halt die Folgen vom letzten Jahr. 2 Karies. Ja. Das waren Trockenfrüchte, hätte ich gesagt, und Honig vom letzten Jahr. Also das war auch so eine Erfahrung. Und im letzten Jahr war ich, kann man sagen, drüber was man will. Der hat natürlich auch, ja, recht, der Medical Medium. Mhm. Also da habe ich seine Prinzipien. Das war auch noch ein intensives Jahr, ein interessantes Jahr. 11 Monate genau nach ihm. Das war noch die Zwischenstation. Da ging was richtig gut, bis halt auf die Karies. Und aber das sind halt auch Erfahrungen gewesen. Das
war halt dann zum Teil zu süß, zu unausgeglichen. Sagt ja auch der Schaube, also wenn du Trockenfrüchte nimmst und so, das ist viel zu viel Zucker und das zieht natürlich das Kalzium aus den Zähnen und das war die Konsequenz. Ja. Und dann kam halt eine innere Stimme oder ein Kollege hat mich inspiriert, aber da sollte ich wahrscheinlich selber hin, jetzt wieder zum Walter Schaube. Körper hat gesagt, so, jetzt bist du soweit. Das war am 21. Januar diesen Jahres oder am 20. habe ich sein Buch wieder in die Hand genommen. Und dann von einem Tag auf den anderen, zack, Schaube. Und diesmal funktioniert's. Ach cool, ja. Und was hast du diesmal gemacht? Was hast denn, du hast auch mal mit pH-Messstreifen Urin gemessen. Das hast du noch erzählt gehabt, genau. Erzähl mal, was hast du jetzt gemacht? Was hast du getestet? Was? Ja, okay, also klar, Schaube, das habe ich dann wahrscheinlich am 20. Januar zum 10. Mal gelesen und dann in den ersten Wochen zum 11. Mal gelesen. Also mittlerweile, ich kann es fast auswendig, aber da ist so viel Wahrheit drin. Ja. Der hat so kondensiert geschrieben, also es stimmt alles. Es stimmt alles, was da drin steht. Und er macht ja auch die Andeutungen, aber das kriegt man halt erst mit, wenn man lang in dieser Phase drin ist. Also Ernährung ist nur... Oder die Gesundheit ist nur der Schlüssel zum nächsten Schritt. Er sagt ja selber, da sind überhaupt keine Grenzen. Und dann war ich jetzt bei den nur noch Bären und so habe ich jetzt erstmal angefangen. Und das war natürlich im Januar schwierig. Also ich habe dann auch, wie es er vorgeschlagen hat, gefrorene Bären und Bio-Bären, aber war natürlich alles kostintensiv. Und auch wieder eine innere Stimme kam dann, jetzt, und das habe ich schon mal gemacht, also einfach googeln halt nach anderen Früchten, die auch im Gleichgewicht sind. Also es war halt innere Inspiration. Ich habe da wahrscheinlich im Verstand ein bisschen, hat auch gesagt, alles ein bisschen teuer mit den Beeren und guck doch mal, da gibt es bestimmt noch andere Früchte. Und dann, das habe ich auch schon mal alles durchgegoogelt damals, wo es halt nicht funktioniert hat. Und dann kam ich halt wieder auf Wassermelonen, wo halt auch noch relativ ausgeglichen sind. Kokoswasser ist ausgeglichen, Papayas sind ausgeglichen und Grapefruit, wenn sie nicht zu sehr gezüchtet sind. Also ja. Neulich habe ich konventionelle gekauft, die sind viel zu süß. Also die müssen noch so bitter sein. Und da kann man wieder gucken, das passt vom Zuckergehalt, so wie der Schaube so wie er schreibt, er beschreibt es ja nur und so muss man halt gucken. Die schmeißen dich nicht aus dem Gleichgewicht, weil sie selber noch im Gleichgewicht sind. Und die habe ich jetzt auch noch mit eingebaut. Einfach nur so als Alternative und die sind preislich interessant. Also ich habe jetzt heute Wassermelonen gekauft, gute im Fruchtgeschäft, jetzt nicht Bio, aber mein Gott, ich weiß nicht, wo sie her kommen. Die sind garantiert so schon Bio. 1,99 dann das Kilo. Also da bist dann bei einer Mahlzeit, wenn die Schale weg ist, ich esse meistens ein Kilo pro Mahlzeit, bist halt bei 2,50. Und damit geht man es jetzt also richtig gut. Also Beeren plus diese anderen Früchte. Und das geht ja auch alles in die Richtung. Ja. Andere Mengen auch, oder? Wie viel? Komplett andere Mengen. Also das ich kann es gern sagen auf Nachfrage. Also es sind gewaltige Mengen. Aber da muss jeder selber gucken. Also wie du auch oft. Du hältst dich ja auch zurück bei What I Eat in a Day. Das bringt überhaupt nichts. Also das, wenn wir da jetzt irgendwas sagen oder du irgendwas sagst, da können die anderen mit den Augen rollen. Das hängt von ab, wo du bist in deiner Phase. Und dein Körper sagt da schon, wie viel du brauchst. Und da bin ich ganz beim Schaube. Die Mengen werden automatisch runtergehen. Henry weiß das oder das wissen ja so viele. Wenn du keine Reinigungsmittel mehr brauchst. Im Moment brauche ich viele Reinigungsmittel und deshalb brauche ich diese Mengen. Und wenn der Körper rein ist, dann bist du natürlich bei Lichtnahrung. Also können wir drehen, wie wir wollen. Und dann bist auch bei, sei es Eret und wie sie alle heißen. Dann brauchst du nichts mehr. Ja, es sind halt echt minimale Mengen, ne, wo man mal, wie Schaube ja beschreibt, ne, oder er isst halt mal ein paar Tage oder nichts, ne, ist ja auch egal. Wir brauchen nichts. Also auch da kann man fast noch einen draufsetzen. Also wenn er da kommt und rechnet und wie viel Zucker und dann in der Nacht und eigentlich wird so und so viel reichen. Nee, Schaube, also du brauchst gar nichts. Du brauchst nichts, aber nicht in einem Zivilisationskörper.
Ja, und oft in einer Zivilisationsgesellschaft. Das ist halt auch, ja. Kommt noch, genau. Die beiden, ganz wichtig, ganz wichtig. Also Ja. nicht in dieser Umwelt. Okay, die Umwelt atmet jetzt ja auf, wie wir sehen, an dem schönen Wetter. Aber Strahlenbelastung können wir nicht abschalten. Auch ich habe hier jetzt das WLAN und so weiter und so fort. Ja, Und genau. das macht natürlich, ja, das zieht dich runter und dann musst dich halt wieder mit ja, konventioneller Ernährung, ja, viele sagen dann erden oder, ja, brauchst halt einen Ausgleich. Ja. Genau. Bei mir war es halt zum Beispiel so, was ich gemerkt habe, genau, Melonen kommt, finde ich, immer drauf an, so welche, wie und wo. Manche, finde ich, sind, also gerade diese Seedless zum Beispiel, wenn du irgendwie, was weiß ich, ja, ohne Samen halt, da sind, finde ich, manchmal Sorten dabei, die richtig krass überzüchtet sind, ne? Ich meine, Ja. ergibt sich ja schon, wenn sie keinen Samen mehr haben. Genau, aber ich finde, das ist auch ja teilweise so unterschiedlich bei einer Frucht schon, ne? Auch bei Äpfeln, du kriegst ja so überzüchtete Äpfel, wo total aus dem Ja. Gleichgewicht sind. Und wenn du irgendwo mal zu einem Bauern gehst und der hat noch ältere Sorten oder so Ja. Bostrop, Jonagold und selbst bei der einen Sorte gibt es ja neuere Züchtungen und Ja. so weiter. Also da muss man wirklich so ein bisschen schauen. Irgendwann spürt man es auch immer mehr. Also ich merke halt auch nach dem Essen, wenn ich zum Beispiel dieses, ja, wenn die zu viel Zucker haben und wenn die nicht mehr so im Gleichgewicht sind, dann fühle ich mich halt so unausgeglichen nach dem Essen. Und dieses zittrig-nervöse bekomme ich dann. Und ja, man braucht auch gar nicht so viel, finde ich, zum Ausgleichen, weil dann viele denken, oh, du musst ja Tonnengrün und so weiter essen. Es kommt halt darauf an, wie das Maß da ist und wo, auf welchem Stand der Körper immer ist. Also man muss da immer Ja. individuell schauen. Also Lauren Lockman, sagte ja mit Sicherheit auch was. Ja. Genau, der hat ein Fastencenter in Costa Rica und der macht seit, ich weiß nicht, 30 Jahren, über 30 Jahren, glaube ich, wo er nur Früchte isst. Aber der isst halt zum Beispiel zweimal am Tag so eine Papaya, vielleicht die Größe, oder eine ganz kleine Wassermelone. Und dann isst er halt, ne, weil die sind halt ein bisschen überzüchtet so. Genau, ich finde Papaya, die sind auch ziemlich im Gleichgewicht. So ein ganz Ticken brauche ich da auch immer noch, ne? Also ich merke halt dann, und der Lauren Lockman macht zum Beispiel auch so ein, zweimal in der Woche hat er halt gesagt, hat er Lust auf eine Avocado. Oder auf einfach nur einen Kopfsalat, so leichten Blattsalat. Und das hat er ein, zweimal in der Woche, weil er halt auch so eine geringere Menge an Früchten isst, so. Und so hält sich das halt immer diese Waage und immer dieses Gleichgewicht. Wenn du halt zu viel Zucker hast, dann brauchst du wieder mehr Grün oder Fett zum Ausgleichen. Ja. Genau so ist es, genau so ist es. Und dann kannst du wirklich schön, dass du jetzt die Beispiele da anführst, weil ganz minimale Gelüste sind bei mir auch da. Also ich habe jetzt seit 21. Januar eigentlich, ja, warte mal, fast nichts Grünes angelangt. Aber jetzt, ich habe so ein kleines Kräuterbeet, ich habe früher gekocht, hoch und runter, alles Mögliche. Dann kam das Verlangen irgendwie so. Irgendwie Schnittlauch. Und den habe ich mir jetzt gekauft und dann brauchst du wirklich minimale Mengen. Das sehe ich jetzt auch. Das stimmt auch, was du sagst mit den Wassermelonen. Ich hatte jetzt gezüchtete, die, wo ich heute hatte, schön mit Kernen und überhaupt nicht. Da ist kein Verlangen hinterher. Aber bei den gezüchteten, da war hinterher ganz minimale Mengen grün. Und das sind dann ach, wahrscheinlich gerade 5 Gramm. 5 Gramm Schnittlauch oder was weiß ich, von was ich noch knapper, Liebstöckel, Thymian, irgendwas. Da führt einen fast der Körper. Also wer Anastasia gelesen hat, der weiß das dann auch. Da führt die Hand, der Körper führt die Hand dann zu dem Kraut, was der Körper will. Und dann schiebst du es rein und dann bist du wieder gut. Dann bist du wieder ausgeglichen. Genau. Und Ja, das kann man bei halt früher vergleichen. Früher war es, du hast ein Mittagessen gehabt und hinterher wolltest einen Nachtisch und noch einen Cappuccino und hier und da. Und da hast du halt ständig aus dem Gleichgewicht und auf die eine Seite, auf die andere Seite und hast versucht ja, noch mehr Verschmutzungsmitteln, dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist ein sinnloses Unterfangen, was halt der Schaube schön beschreibt, um wieder zum Schaube zu kommen. Der hat es so schön beschrieben. Die Ja. ganzen Menschen, wo das halt nicht verstanden haben, die schwanken ständig ihr ganzes Leben und gleichen aus mit dieser Industriekost, sei es ja noch so gesund und verstehen das Prinzip dahinter nicht. Ja. Genau, ja. Genau. Und mit dem Grün auch, das merke ich halt auch, gerade bei Kräutern und so, das sage ich halt auch immer, das sind halt Heilmittel, ne? Und
Die sind halt wirklich, ne, du, wenn du kein gebrochenes Bein hast, dann nimmst du keine Krücken so, sondern, ne, weil dann läufst du auch wieder nicht mehr gerade, weil den Muskel verkümmert. Sondern nur wenn du halt in einem speziellen Fall und gerade bei Kräutern, da würde ich, wie du halt auch sagst, ne, einfach hingehen, schauen, was spricht dich an, das richtig einspeicheln, kauen, dann hast du auch die richtigen Mengen. So, und dann gibt der Körper dir klar Signal, hey, jetzt ist Sperre. Und ja. Genau, wenn man halt sowas hat wie Kopfsalat, das ist nicht ganz so intensiv wie jetzt halt Wildkräuter und sowas, da isst man halt dann mal so einen halben Kopfsalat oder genau, anderen Salat, der halt leichter ist oder Feldsalat, Babyspinat oder sowas. Genau, da sind es ein bisschen größere Mengen halt als jetzt bei Wildkräutern und so, aber es braucht halt wirklich nicht viel. Genau, das ist wirklich so der Punkt. Und stimmt über das, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Das mit dem pH, haben wir das jetzt eigentlich schon? Nee, genau, das wollte ich noch ansprechen. Da sind wir von weggegangen. Ja. Genau. Also das, ich will ja immer messen. Das ist halt, das sind wir Ingenieure, da schauen wir genauso. Und mittlerweile meine ich ganz gut zu verstehen, aber ich lerne immer dazu, was da abgeht. Und dann kam das halt mit dem pH. Ich wollte jetzt halt einfach sehen, wo bin ich. Weil viele wo mich begleiten und oder zuhören, was ich mache, fragen auch, du musst doch langsam sauber sein nach 3 Jahren. Aber ja, wie ihr in dem letzten Video so schön erklärt habt, so schnell geht's halt nicht. Da ist so viel Zeugs von den Vorgenerationen. Gut, also dann wollte ich halt einfach wissen, was geht da ab. Dann kam mir die Idee da mit den pH-Messstreifen, die ja nichts kosten, da so Lackmuspapier. Und das war halt richtig schön, weil ich habe es halt dokumentiert, fast von Anfang an im Januar. Und es war halt nur sauer, also richtig sauer, 5,5 pH, also beim Urin. Ja. Und das, ich habe dann 3-mal am Tag gemessen, morgens, mittags, abends. 5,5, 5,5, 5,5. Sauer, sauer, sauer. Nicht einmal Morgenurin, wie ja, die klassische Medizin behauptet, das wäre alkalisch oder was auch immer. Und dann halt über die Monate siehst richtig, wie das immer mehr anstieg. Und dann bin ich jetzt seit 3 Wochen, hätte ich jetzt so gesagt, 8,0. Morgens 8,0, mittags 8,0, abends 8,0. Also auch wie Schaube halt schreibt, basisch. Also ich glaube, die meisten wissen es vielleicht. Also so Blut ist bei 7,25 bis 7,35 und so klassisch neutral sagt man so 7,0. Und 8 ist halt genau auf der anderen Seite. Und dann kam halt so die Idee, bist jetzt schon sauber und ich bin es eben noch nicht. Und dann kam jetzt, habe ich eingebaut, am Freitag war der zweite Tag, ein Tag Fasten. Also ein Tag in der Woche, von abends bis zum nächsten Tag, das sind dann so 34 Stunden, diesmal Wasserfasten. Wassersaftfasten, ein bisschen Zitronensaft rein, ganz, ganz relaxed. Und an dem Tag bleibe ich auch wieder pH-mäßig 8,0, von morgens bis abends. Aber am nächsten Tag sehe ich wieder, wie die Reinigung einsetzt. Ich spüre es dann auch, kriegst leichte Kopfschmerzen oder hier oder da. Und es ist anstrengend, der Tag. Der Wasserfastentag ist richtig anstrengend. Und solange das halt anstrengend ist, das kann man wieder beim Berit nachlesen, findet Reinigung statt. Und man ist halt irgendwann sauber, wenn du fasten kannst, ein Tag, zwei Tag, mit Wasser, ohne gar nichts, dann bist halt komplett sauber. Dann geht gar nichts mehr ab. Also um das abzuschließen, an dem Folgetag dann wieder ging es runter auf ja, 6,5, 6,9, um die 6. Also da geht nochmal Entgiftung voran. Und das habe ich mir jetzt wieder vorgenommen. Einmal die Woche ist auch so relaxed für den Körper. Ist auch fürs Portemonnaie gut. Ein Tag keine Obstmengen. Mache ich einen Tag Fasten. Und ja, kam auch so von innen. Also mittlerweile, wir lassen uns ja führen. Alle, wo da ein bisschen auf dem Weg sind, merken das. Und der Körper weiß das am besten, was jetzt das Richtige ist. Ja. Ja, genau. Und was würdest du denn da empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, Walter Schaube gelesen, ne? Weil mit dem langsamen Reinstarten und so weiter hatten wir ja schon. Ja, wie man da mal reinstarten kann, die ersten Versuche machen kann. Also ich habe zum Beispiel immer auch gesagt, so, ne, seht das eher als Reinigungsphasen und nicht als Dauerernährung, weil viele denken dann, oh, ich habe mich so gut gefühlt, jetzt habe ich einen Monat Früchte gemacht oder was weiß ich und denken, das bleibt halt so, aber das ist halt nur ja, der erste Effekt, wo der Körper entlastet ist und dann geht es in die tiefen Reinigungen. Ja.
Kann man gar nicht empfehlen. Deshalb Schaube, wirklich, ich habe ihn 11-mal gelesen. Und er sagt ja auch sofort, wenn du dann mit jemandem redest, kannst du sofort sehen, sei es Buchautor, sei es Ernährungscoach, sei es Lebenscoach, spiritueller Coach, du siehst sofort, wo die Leute stehen. Und auch da, natürlich urteile ich nicht mehr. Jeder ist Schöpfer seines eigenen Daseins. Und wenn einer diesen Weg gehen will, kann er natürlich stehen bleiben, wo er will. Medical Medium funktioniert natürlich auch. Und du bist halt noch mehr in dieser Gesellschaft integriert. Das muss jeder selber schauen, in welchem Umfeld er lebt. Kann ich mir das erlauben, der komplette Außenseiter zu sein? Und und ich will aber halt, ich will weitergehen. Egal, ob die anderen jetzt mitgehen oder Familie mitgeht oder nicht. Ich will einfach weitergehen. Der Schaube, der hat mich so fasziniert. Ich will da durch. Er deutet es an, weil du kannst das schier nicht schreiben. Also ich habe es verstanden, du wahrscheinlich auch, sonst hättest du nicht so oft gelesen. Er deutet genau an, was da möglich ist. Und die, wo es nicht kapieren, steht dann auch teilweise in Amazon in den Rezessionen. Ja, was redet denn da von seinem Paradies und göttlich und was maßt er sich an? Ja, dann seid ihr halt noch nicht so weit. Er deutet an, was möglich ist. Und das hat mich einfach, das hat mich gepackt. Das hat mich gepackt im September 2017. Und da wusste meine Seele sofort, das stimmt. Und da gehen wir hin. Und also du hast gefragt, was würde ich empfehlen? Also erstmal selber gucken, wo will man hin? Wo lebt man gerade? Ist man in einer Beziehung? Ist man in einer Familie? Ist man im Umfeld, wo das alles noch nicht geht? Wo man noch nicht den Exot spielen will? Und da kann man da stehen bleiben und auch gesund leben und zufrieden. Aber wie Schaube halt immer so schön sagt, ganz oben auf dem Berg ist die Aussicht halt noch schöner. Und da will ich hin. Da will ich halt für mich hin. Also wieder lange Antwort. Ich sage immer die, wo mich kennen, es gibt halt keine kurzen Antworten. Es muss jeder selber gucken. Und was würde ich empfehlen? Langsam, weil der Weg kann Spaß machen. Das beschreibst du ja auch so schön. Deshalb sind wir ja zueinander gekommen. Und genieß das. Meine Familie zum Beispiel, die ist jetzt umgestiegen von Fleischesser auf Pesco-vegetarisch. Also der erste Schritt. Und jetzt wird zusammen, also bis auf den Sohnemann, aber die Mutter und die Tochter ist 17, Sohn ist 15, der ist noch beim Burger. Und jetzt fangen die an, 9 Wochen und was weiß ich, vegetarisch und Paste und hier. Und der Weg kann so Spaß machen. Also bei mir hat er auch Spaß gemacht. Bloß manchmal ging es halt nicht schnell genug und dann bin ich halt zu weit gesprungen. Also um das jetzt abzuschließen, deine Frage. Wählt einen Weg, geht in die Richtung, das sagt ja auch so Schaube, nehmt euch Zeit, guckt, dass es Spaß macht und es kann Spaß machen. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber da könnt ihr vielleicht mitnehmen. Wenn es anstrengend wird, ist einfach Reinigung. Vielleicht ein bisschen zu viel Reinigung, also dann wieder ein kleines Schrittchen zurück. Und dann einfach weitergehen. Und dann ab und zu Schaube reinlesen und es lohnt sich, die Richtung lohnt sich. Also ich bin jetzt für meine Begriffe ziemlich weit und ich erlebe die ersten, ja, wie drücke ich es aus, aber in den Kreisen, die wo das angucken, verstehen das schon, die ersten schöpferischen Fähigkeiten, wo er halt andeutet. Und dann macht es richtig Spaß. Da ist Gesundheit, das ist nur noch ein klitzekleiner Punkt. Also das ist natürlich ganzheitlich, so wie du im letzten Video schon geschrieben hast mit dem David da aus München. Es ist ein ganzheitlicher Aspekt, aber ich habe halt zum Glück für mich nicht viele andere Baustellen. Und deshalb war für mich die Ernährung so ein Schlüsselelement zu diesem Schritt. Zum Spirituellen, zum Schöpferwesen. Ja. Ja, genau. Also da gehe ich größtenteils echt voll mit dir. Es ist halt wirklich langsam angehen und dann den Weg genießen ist wirklich das Wichtigste. Und dann sieht man auch schon, was sich da entwickelt. Genau. Zwischendrin wenn Entgiftung auftaucht, am besten auch nochmal nachfragen, so, weil mit dem Gleichgewicht, das habe ich halt oft gemerkt, da muss man halt dann unterscheiden, ne? Wann ist man aus dem Gleichgewicht, wann
wann fühlt man sich deswegen auch nicht mehr so gut und ja, wann passt alles und Entgiftung, aber dafür kriegt man halt mit der Zeit das Gefühl, da muss man halt auch seine Erfahrungen machen und deshalb da so langsam rantasten, ein bisschen austesten. Monomahlzeiten finde ich immer gut, um so das Gefühl für ein Lebensmittel zu bekommen, wie fühle ich mich danach wirklich direkt zu schauen und genau, da langsam reinstarten, Schritt für Schritt. Da hatte ich auch mal ein Video zugemacht mit 12 Stufen, 12 Ernährungsstufen und da sich einfach Schritt für Schritt ja, mit Freude vorzuarbeiten und dann eben auch zu schauen, wie Mieter dir gemeint hat, wie es halt im Alltag passt. Ne? Was hast du für Vorstellungen? Wie ist es jetzt gesellschaftlich für dich außenrum? Genau, wenn es halt gesellschaftlich oft nicht passt, dann ja, dann isst man halt unterwegs mal was anderes. Genau, muss ja nicht gleich irgendwie einen Burger von McDonald's mit Fleisch und E-Nummern sein, so, sondern man kann halt auch einfach mal, was weiß ich, in der Wirtschaft irgendeine vegane Mahlzeit, gedämpftes Gemüse, Salat oder sonst was ja, essen. Genau. Also ja, kann ich genau unterschreiben. Und Mono, also das ist auch... weiß nicht, ob das so rauskam, also seit dem 21. Januar sind es 99% nur noch Mono-Mahlzeiten. Also klar, von der Menge und von der Häufigkeit noch lang nicht bei Schaube, aber das muss jeder selber schauen. Aber nur noch Mono. Und dann kriegst du natürlich auch ein Gefühl, was wirklich gut ist. Also das sagt der Körper schon. Ich kaufe keine Erdbeere, keine Heidelbeere, ohne dass ich die vorher probiert habe. Das geht nicht. Ich kann da nicht 500 oder manchmal so ein Schälchen für 5, 6 Euro kaufen und dann merke ich, das passt ja überhaupt nicht. Zu früh geerntet oder komplett aus dem Ausgleichgewicht oder gezüchtet oder kein Aroma. Also das geht gar nicht. Und dann entwickelt man erstmal dieses, ja, diesen Geschmackssinn eigentlich, wie gut das schmecken kann. Und ja, absolut. Ja, sehr schön. Ja, cool. Vielen Dank dir, Mithat, fürs Teilen. Ich glaube, es hilft einigen weiter. Und schreibt auch wirklich mal unter das Video, kommentiert mal, ob ihr Erfahrungen auch mit der Bärenkost schon gemacht habt, was für Erfahrungen, was ihr feststellen konntet. Und wenn ihr auch noch Fragen habt, dann kommentiert gerne mal. Ja, ich antworte auch nochmal drunter, gegebenenfalls kann ich Mithat auch nochmal zu Rat ziehen und fragen, was er da für Erfahrungen gemacht hat. Genau, also meldet euch da, schreibt unten drunter und ich bin super gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt mal einen Daumen nach oben, teilt sehr gerne und wenn es euch wirklich geholfen hat, dann teilt es, dass es andere das auch wirklich halt, ja, auch für sich entdecken können und da mal reinschnuppern können. Genau, Buch verlinke ich noch unten drunter. Habe ich, glaube ich, eh in meiner Infobox drin. Ja, ja. Genau. Und dann, ja, wenn euch das interessiert, wo ihr es findet, also in der Infobox. Und dann, ja, euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und genießt die Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.